Lektion 39. Meine Heiligkeit ist meine Erlösung. Wenn Schuld die Hölle ist, was ist dann ihr Gegenteil? Wie der Text, zu dem dieses Übungsbuch geschrieben wurde, sind die Leitgedanken, die für die Übungen benutzt werden, ganz einfach, ganz klar und völlig unzweideutig. Wir befassen uns weder mit intellektuellen Glanzleistungen noch mit logischen Spielereien. Wir beschäftigen uns nur mit dem völlig Offensichtlichen, das in den Wolken der Komplexität übersehen worden ist, in denen du denkst, dass du denkst. Komplexität ist immer vom Ego und die Wahrheit ist immer einfach. Und ein Kurs in Wundern, das Grundverständnis, die Grundlehre, die Lehre von Ein Kurs in Wundern ist wirklich sagenhaft einfach. Du bist der Sohn Gottes, und zwar jetzt, und du warst nie etwas anderes, und alles, was du tust, ist Träumen. Da ist keine Schuld im Geiste des Sohnes Gottes. Er schläft nur. Und das ist wirklich sehr, sehr einfach. Das Ego jedoch kann es nicht verstehen, es wird es nie verstehen. Es ist einfach so komplex und es will diese Komplexität, weil Komplexität alles sehr schwierig macht. Wahrheit ist einfach. Du bist erlöst und zwar jetzt. Durch deine Heiligkeit, die in Gott begründet ist. Wenn Schuld die Hölle ist, was ist dann ihr Gegenteil? Das ist sicherlich nicht schwierig zu beantworten. Das Zögern, das du beim Antworten empfinden magst, ist nicht auf die Vieldeutigkeit der Frage zurückzuführen. Aber glaubst du, dass Schuld die Hölle ist? Wenn du es tätest, würdest du sofort sehen, wie direkt und einfach das Textbuch ist. Und du würdest eines Übungsbuches überhaupt nicht bedürfen. Glauben wir, dass Schuld die Hölle ist? Dann bräuchten wir das alles gar nicht mehr. Wir würden sofort aufhören mit jeder Form von Schuldzuweisung. Sei es zu mir selbst oder sei es nach außen. Es ist ja dasselbe. Da ist aber eine Verliebtheit in die Schuld, eine Angezogenheit, eine Attraktion. Die wollen wir aufgeben. Dafür sind die Übungen da. Wir haben bereits gesagt, dass deine Heiligkeit das Heil der Welt ist. Wie steht es mit deiner eigenen Erlösung? Du kannst nicht geben, was du nicht hast. Ein Erlöser muss erlöst sein. Wie könnte er sonst Erlösung lehren? Ich muss lernen. Immer ich. Es geht immer nur um mich. Du bist doch einfach nur. Wie ich dich wahrnehme, ist ja nur eine Projektion von mir. Mein Geist muss geheilt werden, immer nur mein Geist. Wenn ich einen Fehler draußen wahrnehme, dann ist der Fehler in meinem Geist. Mein Geist braucht Heilung. Ich lehre, weil ich selber lernen will. Und jeder von uns lehrt den ganzen Tag über in jedem Augenblick. Wir lehren entweder Schuld und Angst oder wir lehren die Liebe, die Vergebung. Wir lehren mit dem Heiligen Geist. Das tun wir alle den ganzen Tag über. Und in welcher Form wir lehren, ist dabei unwichtig. Der eine, der lehrt jetzt zum Beispiel so mit Videos und öffentlich und so weiter, das ist völlig unerheblich. Der andere lehrt einfach im Leben, im täglichen Leben. Das tun wir alle sowieso in jedem Augenblick. Wie schaue ich auf meinen Bruder? Deine Heiligkeit ist die Antwort auf jede Frage, die jemals gestellt wurde, die jetzt gestellt oder in Zukunft gestellt wird. Deine Heiligkeit bedeutet das Ende der Schuld und deshalb das Ende der Hölle. Deine Heiligkeit ist das Heil der Welt und dein eigenes. Wie könntest du, dem deine Heiligkeit gehört, von ihr ausgeschlossen sein? Gott kennt keine Nicht-Heiligkeit.
Kann es sein, dass er seinen Sohn nicht kennt? Ein ganz, ganz wichtiger Satz. Hier haben wir das wieder. Es gibt keine Besonderheit in der Heiligkeit, nicht ein paar wenige Menschen, die heilig sind und alle anderen nicht. Das ist so wichtig. Gott kennt keine Nichtheiligkeit. Es geht wirklich darum, das vergangene Lernen ins Licht zu bringen. Alles muss auf den Tisch, ins Licht. Ganz wichtig. Und dann, dadurch, dass es ins Licht kommt, in die Vergebung, dem Heiligen Geist. Gott kennt keine Nichtheiligkeit. Ich gehöre dazu. Du gehörst dazu. Für diese heutige Übung ist es sehr wichtig, konkrete Situationen, Ereignisse oder Personen, alles konkret. Also konkret ist grundsätzlich ohnehin immer gut für Übungen. Nicht so allgemein, sondern wirklich konkret. Je konkreter das ist, umso hilfreicher ist es wirklich, das aufzuheben. Und es ist für deine Erlösung unumgänglich, dass du sie anders siehst, also die Ereignisse, die Personen, meinen Bruder anders sehen. Sehe ich ihn als Körper? Beurteile ich ihn? Oder sehe ich den reinen Geist, der er wirklich ist? Schaue ich durch das Bild hindurch, was ich von ihm gemacht habe und was ich immer wieder drehe, ich Bilder, ich bin ein Filmemacher. Und damit wollen wir ja aufhören. Das ist ja genau das, was wir lernen. Dass du sie segnest, ist es, was dich erlösen und dir die Schau verleihen wird. Ich kann immer nur segnen oder urteilen. Segnen ist vergeben. Meine Heiligkeit segnet und mein Ego urteilt. Dass du sie segnest, ist es, was dich erlösen und dir die Schau verleihen wird. Es geht um die Schau. Es geht immer wieder nur um das Mittel der Vergebung. Wir wollen keinen Graben mehr zwischen uns haben. Ich will den Graben zwischen mir und meinem Bruder aufheben. Ich will lieber vergeben. Ich will nicht mehr urteilen. Ich will auch meinen Bruder nicht mehr berichtigen. Es ist der Fehler, ist immer in meinem Geist. Meine Heiligkeit ist meine Erlösung. Meine Vergebung ist meine Erlösung. Und meine Heiligkeit ist die Lösung. Und die heutigen Übungen, diese ganzen Übungen, diese wunderbaren Heiligkeitsübungen, die sind einfach so schön und die sind so direkt, wenn ich diese Übungen mache. Sie haben einfach eine direkte Wirkung von Frieden. Sie schenken Frieden. Meine Heiligkeit ist meine Erlösung.